Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge haben wir ja noch so ein bisschen diese Niflheim-Event da gemacht, oder beziehungsweise dieses neue, was da vor zwei Patches drin kam. So, wir werden mal mit ihm hier sprechen. Und. Möchtest du sehen, wozu du mich angeregt hast? Ja, zeig mal her. Zeig mal her. Oh. So, wir haben 56. Was kriegen wir denn dafür? Oh, wir kriegen aber hier Totenkönig. Totenkönig. Das wechselt aber hier nicht alle Tage lang, oder? Munins Farben. Ballo Freitier. Erhelle mit Heels Feuerwolf neue Pfade. Sind so Sachen hier so allgemein? Okay. Aber die zahlst du mit? Nee, zahlst du auch mit dem Zeugs. Okay. Aber prinzipiell brauchen wir jetzt mal 150, 300, 350 von den Träume splittern hier. Okay. So, wir werden gleich nochmal ringehen. Ich will jetzt mal gucken, warte mal, wo ist denn jetzt unser Baum, wo wir hier meditiert haben? Ist das hier mein Baum, wo wir meditiert haben, um nach Asgard zu kommen? Ja, hier ist der Baum. Da muss hier oben irgendwo der Runenschmied sein. Das ist die Tante hier. Warte mal, hier oben. Hier, hier. Runenschmiede, genau. In dieser Schmiede überträgt Hauk die Effekte von Vorteilen auf Runen, die in Waffen und Rüstungsteile eingesetzt werden können. Entdecke neue Ausrüstungsvorteile, Entschuldigung, und bringe sie hierher, um zu sehen, welche Runen daraus entstehen können. Wir brauchen dafür ausländische Güter. Wir haben ausländische Güter. Wir werden bauen. Die Frage ist, wie weit können wir es ausbauen? Naja, sieht so aus, als wenn jetzt fertig ist. Oder? Oder kann ich hier noch was bauen? Nee, ist fertig. Ist er hier mein Man? Eivor Wolfsmal, Ja, ist er. es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis du mich mit deinem Besuch beehrst. Alles, was Hrefnator betrifft, betrifft auch mich. So wurde es mir gesagt. Nun, wie kann ich dir helfen? Du kannst damit anfangen, mir zu sagen, was du überhaupt tust. So wie es hier aussieht, würde ich vermuten, dass du ein Runenmeister bist. Wohl kaum. Ich habe an vielen Orten unter vielen Meistern gedient, aber es gibt noch so viel zu lernen. Bisher habe ich noch keine eigene Rune geschaffen, aber ich kann die meisten fertigen, die ich sehe, sofern die Vorlage in gutem Zustand ist. Du kannst also Runen nachbilden? Wie jene, die in mein Rüstzeug gekerbt wurden? Nicht alle, die meisten. Manche Runen vertragen sich nicht mit allen Gegenständen, aber wenn du mir zeigst, was du hast, sehe ich, was ich tun kann. Was tust du noch gleich? Ich kann Runen von einigen Gegenständen auf andere übertragen. Was kannst du mir anbieten? Geschmiedete Runen der Verborgenen. Gewand der Verborgenen. Was heißt denn übertragen? Was sind denn das hier überhaupt für Runen? Kann man jetzt, sag ich mal, das hier machen und dann. Ich hab ja keinen Bock hier irgendwie was anderes zu machen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Nicht wirklich. Ich muss los. Bis bald. Es gibt immer etwas, das man verbindet. Ich will mir jetzt meine Klamotte nicht irgendwie versauen. Was hab ich denn hier? Was ist denn hier drauf hier? Ach hier, Angriffsschaden von hinten wird erhöht, wenn du 10 Sekunden lang geduckt bist und unentdeckt bleibst. Jetzt sind die Runen, ja? Fernkampfschaden. Da oben, also sind zwei Runen. Da oben ist so ein Dings hier, Schaden. Ich will auch ja nicht irgendwie was ändern oder sowas, wisst ihr? Ich lass das jetzt so. Das hat mir irgendwie. Weiß ich nicht, das macht hier irgendwie. Ja. So, wollen wir jetzt nochmal ringehen in das Ganze oder wollen wir die Gräber machen? Warte mal, habe ich dafür eine Quest eigentlich? Zwartafelheim, Frankreich, Meisterherausforderung, bla bla bla, Flussraubzüge, Entscheidung, Underwelt, das Gebäude trinken, um nach Niflheim zurückzukehren. Die vergessene Saga. Wo sind denn die eigentlich hier mit den Gräbern, sag mal? Hier, wartet nochmal. Wo finde ich denn die Gräber nochmal? Warte mal. Das sind diese Prüfungen. Gräber der Gefallenen. Hier, da waren wir schon. Haben wir abgeschlossen. Hier bei uns um der Ecke war doch auch noch ein gewesen. Ne, genau. Da müssen wir sowieso, glaube ich, nochmal rein, weil da fehlte irgendwie. Eigentlich fehlte da noch was. So, jetzt ist ja die Frage, wo sind die restlichen Gräber? Von ihm sehe ich erstmal nichts. Atlas. Ist das nur in England? Achso, die reist jetzt dahin. Oh, ich wollte doch nicht dahin reisen. Mann, kann ich nicht einfach da rein gehen und einfach nur die Karten angucken? Wir hatten doch letztens eine Aufgabe damit ihr habt, oder nicht? Nee, das war irgendwie, das war eigentlich. Eigentlich war das nur in England. Warte mal, guck mal kurz. Das ist Vorbereitung. Ich meine, gut, wir werden sowieso erstmal jetzt das andere machen. Gefallenen. Ist alles vom letzten Jahr? Ist alles so vom letzten Jahr, was sie mir hier zeigen?
Das ist in England, ja. Mit den Schaulustigen am Dings, ja, aber. Naja, aber die Frage ist ja, die Schaulustigen waren ja hier gewesen irgendwo. Die werden jetzt sicherlich nicht mehr hier sein. So, jetzt haben wir natürlich schon Gräber gehabt. Hat da irgendwie Hinweise oder sowas? Ich glaube, das war hier das Hauptgrab, ne? Sechs Gräber, so. Warte mal, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, glaube, fünf und sechs fehlen. Zwei, drei, vier. Fünf und sechs fehlen, ja. Lass uns mal schnell darüber gehen, kurz. Bevor wir hier weitermachen. Wir werden mal jetzt in der Folge hier mal die Gräber suchen. Das andere wird sich doch ein bisschen länger dann ziehen. Weil, wie gesagt, ich würde dann gerne versuchen, das auch dann durchzukriegen. Die Frage, meine Frage ist ja, das habe ich mir vorhin schon überlegt hier, ob, wenn ich ein Gebiet abschließe, ob ich dann sofort jetzt dann in dieses zweite Gebiet komme. Warte mal, das war hier. Hier, genau. Hier ist es. Und diese Dinge hier hatten wir ja eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Bin ich der Meinung. Hier war nämlich was gewesen, wo wir... Also das ist ja hier das Hauptgrab und das konnten wir nicht öffnen, weil noch zwei Gräber fehlten, ne? War das nicht so? Gucken wir mal. So, okay. Druckplatten, ja. So, waren hier doch eigentlich Hinweise auf irgendwas? Ja, hier, guck mal, hier sind doch Hinweise. Guck mal hier unten. Und da links. Das müsste hier unten irgendwo sein. Hier. Beziehungsweise hier und hier irgendwas. So haben wir die Sucht gehabt, ne? Da ist der Fluss. So, da ist der Fluss, der geht jetzt hier so lang. Dann ist hier unten der Auslauf, das ist ziemlich unten, kurz vor dem anderen Fluss. Und der andere ist da oben so in der Senke drinne. Das heißt also, das müsste dann eben mal hier sein, hier. Und der andere müsste hier, ich meine mal hier sein, hier irgendwo. Ja, bei dem Kloster. Okay, reisen wir mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir recht haben.
Ich erinnere mich, die Schaulustchen waren ja dafür da, dass du hier was suchen konntest. So, dann müsste mir ja eigentlich auf der Minimap jetzt hier irgendwo ein Grab anzeigen. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Wo war das ungefähr? Oder war das hier drin? Ne, das war hier oben drin, ne? Hier so, hier so. Wir gucken mal. Ich glaube, wenn wir da in der Nähe sind. Warte mal. Kann aber auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. Dass das ja nicht hier ist. Könnte auch woanders sein. Warte mal, das könnte auch hier irgendwo sein. Hier in dieser... Warte mal, ich will mal jetzt die Theorie probieren, hier hinzureisen. Das andere müsste da beim Kloster. Also das war ziemlich da unten an der Ecke. Das könnte da das Kloster sein. Soll ich mal sehen, wenn wir in der Nähe sind, wurde das angezeigt oder nicht? So, alle Markierungen löschen, ja. Ich weiß halt nicht mehr, wie das war mit den anderen. Ich müsste mir vielleicht mal meine Videos nochmal angucken, wie wir die gefunden haben. Ich glaube, das gucke ich mir dann mal demnächst an. Ob das einfach irgendwo aufgeploppt ist oder ob ich ganz genau suchen musste. Bin mir eigentlich sicher, dass das irgendwie aufgeploppt ist. Ja, anhand dieser Karte, sorry, wenn ich das sage. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Misstrauensgebiet. Nee, hier ist nichts, nee. Ah, ich muss sagen, warte mal, wie war denn das hier nochmal, das wegmachen hier? Ich muss sagen, das ist Doofe, wenn du monatelang, weißt du kriegst vier Gräber und zwei kommen dann erst ein halbes Jahr später oder sowas und du weißt einfach nicht mehr, was Phase ist. So viel steht schon mal fest. Jetzt ist ja die Frage, wo genau sollte das jetzt sein? Weißt du, also ist das jetzt da? Könnte auch da sein, irgendwo? Es muss ja in diesem Gebiet hier sein und jetzt ist es, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr und sorry, wenn ich das sage, aber das ist Müll. Das ist einfach Müll. Es ist einfach zu lange raus aus dieser Scheiße hier. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst, du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Sowohl dem, der das noch weiß. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Wo haben wir denn die ganzen anderen Gräber? Warte mal, gucken wir mal die Lage der anderen Gräber an. Das war hier einfach irgendwo.
Guck mal, hier haben wir zum Beispiel, das lag ja auch hier. Das haben wir ja auch irgendwie gefunden, ja. Ist ja auch kein Anhaltspunkt gewesen. Hier war direkt daneben, neben dem Punkt. Wo ist das andere? Oh, das war hier drüben irgendwo, glaube ich. Hier. Das war auch nicht zu weit weg. Wie gesagt, also ich... Wir haben hier diese Gebiet hier gehabt. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt hier gewesen? Hier sind überall so Sachen hier. Hier ist noch ein X, wo früher mal irgendwas war. Da war auch irgendein Versteck oder so. Och, fuck it. Fuck it. Fuck it like it's hard. Die könnten ja auch überall jetzt hier sein, wa? Wie gesagt, ich habe keinen Plan mehr. Wo das war. Ich glaube, das macht auch jetzt ja keinen Sinn, hier weiter zu suchen. Ich guck mal, wo die sind und dann ist gut. Ich will mir hier keinen Wolf suchen, das tut mir leid. Also, wohl dem, der gerne so solche Sachen sucht, aber ich bin nicht so der Freund von... Ich guck jetzt da nochmal... Wo ist denn unser Hauptdings hier? Hier. Schade, dass man da hier nicht hin hier. Erkunde dieses geheimnisvolle Grab. Ja, ja. Haben wir ja. Wir kommen hier nur nie weiter, Freund. Das sind ja bloß so eine Wagen-Dinger, wisst ihr? So eine Waage irgendwo und guck mal in dem Gebiet. Aber das muss ja auch irgendwo Hinweise darauf geben. Ich meine, du. Das, wie gesagt, das ist Müll. So was ist Müll, wenn das ein halbes Jahr später kommt. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen bei solchen Sachen so mit DLCs, weißt du? Ich kann mich erinnern, hier zum Beispiel jetzt hier Ghost of Tsushima. Lieben, geil, geiles Spiel, richtig geiles Spiel. Hat doch mega Laune gemacht. Aber wenn dann erst, keine Ahnung, ein Jahr später der DLC rauskommt, du bist doch vollkommen raus aus den Spielen. Ich schweige denn, also DLCs sind immer so eine Sache, weißt du, so... Man freut sich ja drauf. Bei mir hier bei Dings war es ja jetzt so gewesen. Bei Valhalla war es ja so gewesen. Ich war ja noch im Hauptspiel. Das ist ja das Gute gewesen. Ich war ja noch im Hauptspiel gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Als die DLCs rauskamen. Aber jetzt war ich jetzt so weit gewesen, dass das, was jetzt kommt, noch nicht. Ich sag mal so, man ist ja schnell wieder drin, aber. Gerade so eine Rätselsachen hier, das ist finde ich Moix. Also da muss ich sagen, das ist kein guter Schachzug. Weißt du, dann sollen sie lieber das komplett rausbringen und das nicht auf dreimal im Jahr verteilen. Das ist Bullshit. Weil du weißt einfach nicht mehr, was Phase ist. Also ich bin jedenfalls so, ich kann mir sowas nicht merken. Ich meine, wenn ich jetzt hier vorstehe, weiß ich, okay... Wir müssen hier irgendwo hin.
Guck mal, das ist doch ganz am Rand. Und das andere ist. Ne, guck mal, da. Ich mach mal hier, da, wo der Questzeiger ist, ne? Der grüne. Hier ist der Wegpunkt. Das muss doch dann hier irgendwo da oben sein. So, jetzt machen wir das normal. Hier. So, hier hast du das muss doch dann hier irgendwo sein. Warte mal. Oder ist das hier? Ist das in der Nähe von irgendeinem Häuschen hier? Ich mache mir erstmal einen Wegpunkt hier hin. So, oder? Nee. So, nee, doch, könnte sein, ne? Warte mal. Da oben die Biege. So, wir haben unser Kreuz, glaube ich, jetzt hier gesetzt, irgendwo, wo mein Questmarker ist. Wir sind knapp daneben, aber okay. So, das andere ist hier in dieser Bucht. Da oben ist die Bucht, warte mal. Ich gehe mal so hin, dass man das sieht. Halt. So, hier ist die Bucht. Da ist der höchste Punkt der Bucht. Also muss es links neben der Bucht sein. Okay, gucken wir mal. Hier ist die Bucht. Hier ist das Kloster. Hier ist die Bucht. Dann muss es ja hier sein, der zweite Punkt. Seid ihr mit mir in. Ne, warte mal, das ist zu hoch. Warte mal, das könnte auch hier irgendwo sein. Warte mal. Das könnte auch hier sein. Das ist der Fluss, den macht er unten. So, das ist zu weit hier irgendwie. Das könnte auch hier irgendwo sein. Irgendwas in dem Gebiet. Hier ist es schon eindeutiger hier unten eigentlich. Man möge mir meine hin und her, aber lasst uns suchen. Lasst uns suchen, Freunde. Lasst uns suchen. Lasst uns suchen. So, warte mal, das sind jetzt hier 3000 Meter. Wo ist denn das? Da ist das. Die Miezekatze passt jetzt nicht mehr. Ich hätte das gerne so gehabt, dass man das ändern kann. Dass man sagen kann, man kann in der realen Welt ein Reittier haben und Montur. Und man kann, wenn man als Harvey bzw. als Odin unterwegs ist, ein anderes Raubtier haben. Beziehungsweise Reittier und Montur. So, Reittier, Montur. Nicht durcheinander bringen, Bruder. Wisst ihr, was ich meine? So, was haben wir hier? Haben wir doch auch einen Außenposten schon wieder. So, ich gehe jetzt mal hier runter. Sieht man das eigentlich hier irgendwie? Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Zeig es mir. Eventuell hier am Rand. So, also machen wir jeder mal die Klüsen auf. Gucke mal. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Wir müssen mit Moonin. Okay, wir haben es gefunden. Wir haben das erste Grab gefunden. Das erste neue Grab. Ist da unten irgendwo. Wir sind schon an der Dings. Okay. Wir wissen wieder wie und warum.
So, wir haben ein neues Grab gefunden, Freunde. Okay, nach 30 Minuten suchen. Naja, sagen wir 20. Wir haben die ersten 10 Minuten, ja. Ach nee. Halt mein Mikro an. Ja, ich hab's an. Aua. Hallo? Was mich hier wohl erwartet. Tja, das werden wir sehen. Wir haben einen neuen Ding. Togo Dums. Dumnus Grab. Togo Dumnus. Okay. Wisst ihr Bescheid? Für jeden, der jetzt hier auch rätselt. Und immer schön anklopfen. Das hier hört sich so. Das ist Brauch. Okay, hier hat er wahrscheinlich wieder raus. Da bleibt wohl nichts als zu tauchen. Na, warte mal erstmal ab. Kommen wir hier nicht drin, oder was? Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ja, ja. Wunder, dass du hier schon wusstest, dass die Tür zu ist. So, was ist denn hier tauchen? Hier. Da war jetzt was mit Plündern, aber es ist mir erstmal erwuscht. So, das Erste, was wir machen, ist erstmal die Tür auf. Zack. Ist doch offen. Die wollen wohl nicht, dass wir hier reinkommen. Schönes, klares Wasser haben sie hier. So, die Frage ist ja jetzt, was war jetzt hier? Da hinten ist irgendwas. Hier ist auch irgendwas. Okay, hier kommen wir schon zum nächsten. Gezielter Schlag löst vielleicht etwas aus. Frage ist ja, warum? Okay. Wir müssen die Dinger da irgendwie hinkriegen. Ist ja keiner merken, oder? So, wir haben das Tor, das wollen wir aufhaben. Okay. Diese Tor wollen wir aufhaben. Hier haben wir... So, mal gucken hier das Offensichtlichste. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Das heißt also, wir müssen da irgendwie... Das ist alles hier so eine Tauchsache. Das ist alles Tauchen, wa? Gut, ich würde sagen, wir werden erstmal hier irgendwo untergraxeln.
Ich mache an der Stelle aber erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder und dann machen wir hier das Grab weiter. Und dann gucken wir mal. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und ja, tüdelü.